Servus. Moin. Grüßt euch. Heute machen wir den Auspuff. Da habe ich mir was einfallen lassen. Lasst euch überraschen. Daumen nach oben nicht vergessen. Abonnieren und teilen. So. Und zwar, was habe ich mir überlegt? Ich habe mir Auspuff-Endstücke geholt. Neue Teile bestellt aus China. Und ich würde mal sagen, die passen ganz gut zum goldenen Rest. Oder? Was sagt ihr? Ich denke, das wird ganz geil ausschauen. Also ich habe mir überlegt, ich schneide hier einmal ab und hier einmal ab, mache die Blenden dran, zack, bumm, bau, mal was ganz anderes. Was sagt ihr, Jungs? So eine gute Idee, oder? Ich würde mal sagen, quasseln wir mal nicht so lang rum. Fangen gleich an, oder? Das Zeug legen wir zur Seite. Ist ein bisschen dreckig. Ich habe mir ein neues Teil geholt. Das ist also für die Flex eine Schneidhilfe für gerade Schnitte. Der Gerät schläft nicht. Okay. Bauen wir doch das gute Stück hier auf, oder? Einer hier, einer da, ein Gerät hier. Ich würde mal sagen, ich baue das Gerät zu Ende auf und dann machen wir weiter. Ich habe es jetzt fertig aufgebaut. Ein paar Teile sind zu Hause noch, aber fürs Erste zum Schneiden sollte das ausreichen. Ich würde jetzt sagen, wir gucken, wo die Teile jetzt am Auspuff hinkommen. Und markieren uns das. Passt. Ich könnte auch so machen. Aber das, nee, muss schon so sein. Gut. Aber das wäre mir zu kurz. Also, es wird nicht so klappen, was ich mir da vorgestellt habe überhaupt. Zentimeter lang, wenn wir hier. Machen wir zur Sicherheit lieber 10. So, wie ihr seht, habe ich schon es vorbereitet, dass ich nur noch den Auspuff schneiden muss. Nur zur Erklärung, hier habe ich so eine kleine Schneidhilfe mir dran gebaut, damit das Rohr sich nicht so viel bewegt und nicht aus der Position kommt. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen an zu schneiden, oder? Und wir sind fertig. Das Teil ist ab. Ich würde sagen, fast ein gerader Schnitt. Ist nicht perfekt, aber kann man ja noch alles ausbessern. Und dann schaut das gute Stück schon um einigermaßen besser aus. Nur mal provisorisch halten wir jetzt mal das Endstück an den Auspuff. Ja, moin. Das passt nicht. Muss aber passen. Zack. Schaut auch gut aus. Geil. Geil, Junge. Gleich mal ein Foto machen für Instagram. Es ist aber arschkalt, Junge. Ich friere mir den Arsch ab. Geil, Alter. Da bin ich schon extrem happy. Zack. Hier am Ende spielt es eh keine Rolle, wie weit ich das schneide, weil im Endeffekt, wir versuchen es einfach mal jetzt. Okay, hier einfach mal was. Oh. Komm. Ach, komm schon, Baby. Dieser scheiß DB-Killer will nicht raus. Machen wir mit russischer Gewalt, oder? Der nachfolgende Dialog ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Komm, komm. Ach, komm. Ja. Uff. Thank you.
gute zweite Stück. Junge, Junge, es ist arschkalt, Jungs. Zack. Okay, Jungs, was sagt ihr? So lassen? Oder weiter vorne? Das sieht ja eigentlich ganz fresh aus. Auch so. Machen wir mal das Fakta hin zur Seite, damit ich mir ein bildliches Bild machen kann. Ja, kann man so machen. Ja, Jungs, was sagt ihr? Wir sind fast fertig. Fehlen nur noch zwei Sachen. Ich müsste noch hier mit der Flex ein bisschen sauber machen. Dann müsste ich noch Löcher reinmachen, damit wir die Auspuff-Endblenden befestigen können. Hier kommt noch ein DB-Killer rein, den ich bestellt habe. Das ist ein ziemlich kurzer DB-Killer, aber sollte effektiv sein, ohne dass wir Probleme mit den blauen Männchen bekommen oder Probleme mit dem TÜV bekommen. Ich würde mal sagen, wir schrauben schnell den Auspuff ab. Zack. Eine Seite schon mal markiert. Ist ja vielleicht besser, wenn ich vorher den Scheiß sauber mache, bevor ich markiere. Ich Vollpfosten, Alter. Also falls ihr euch wundert, mir ist ein bisschen kalt in der Garage, also habe ich mir eine schöne Heizung hergebracht, damit es ein bisschen wärmer ist in der Garage. Vorher waren es -2, -3 Grad, deswegen, ja, sehr schön. We making sauber, just a bit. Einigermaßen gerade. Dann next. Ist okay. Kann man so benutzen. Das war's. So Leute, ich würde mal sagen, ab in meine kleine Werkstatt, Löcher bohren, let's go! Und zurück in der Werkstatt. Jetzt machen wir erstmal die Löcher, dann würde ich mal sagen, go! Und the next one. Oh, oh je, da ist der Trick leider daneben gegangen. Ist okay? Hm, ja, aber gleich ins Krankenhaus. Let's go. Fangen wir doch mal an, oder? Erstes Loch fertig. Let's go zum zweiten Loch. So, jetzt ist das zweite Loch auch gebohrt. Ab in die Garage. Und back wieder in der Garage. Wie ihr seht, habe ich schon einiges hier gemacht. Nicht wundern, das wird noch in einem anderen Video besprochen, was ich für Scheiße wieder gebaut habe. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, denn da geht es um das komplette Getriebe. Seid gespannt, schaut es euch an. Wir gehen wieder zu dem Auspuff. So, die Löcher sind gebohrt. Wir versuchen jetzt mal, das gute Stück hier ranzubauen. Zack. Sitzt doch wie angegossen. Jetzt gehen wir zum nächsten. Übeltäter. Fast sitzt, hat Luft. Fertig. Ich mache es jetzt nur fürs Video provisorisch mal hin, weil die müssen ja eh wieder ab. Machen wir auch noch das gute Teil das provisorisch hin. So, wir sind für heute fertig. Was sagt ihr, Jungs? Schaut gut aus? Ja, nein? Kommentare unter das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Fertig. Dabei. Baka.